Hi zusammen, willkommen hier auf Unbox Vision. Mein Name ist Murat und heute schauen wir uns das Xiaomi Pad 6 Pro an. Viel Spaß! Ja, ihr Lieben, das Xiaomi Pad 6 Pro ist bei mir angekommen. Es ist eine leere Verpackung, keine Sorge, ich habe das Ding schon bereits ausgepackt und will euch aber kurz mal hier die Verpackung zeigen. Das Ganze ist wieder ein Importgerät, das heißt wieder über Trading Shenzhen. Link dazu unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Preislich sind wir hier um die 507 Euro, beziehungsweise das Modell, was ich hier ausgesucht habe. Und zu den Preisen und Specs komme ich aber gleich nochmal. Also das Xiaomi Pad 6 Pro ist jetzt hier bei mir und das Ganze gibt es auch nochmal in der normalen Variante. Also das Xiaomi Pad 6 kommt übrigens auch wahrscheinlich nach Deutschland, wahrscheinlich so im Juni rum, aber das Xiaomi Pad 6 Pro, keine Ahnung, ob das kommt, weiß ich nicht. Und ja, so sieht die Verpackung aus. Ich bin ein sehr großer Xiaomi-Tablet-Fan, denn das Xiaomi Pad 5 und das Pad 5 Pro haben mich wirklich vollkommen überzeugt und deswegen habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Das Xiaomi Pad 6 Pro wurde jetzt vor knapp 2 Wochen vorgestellt und ist jetzt nun hier bei mir. Also so sieht die Verpackung aus. Wir haben hier einen Xiaomi Pad 6 Pro Schriftzug, ein Mi-Logo und ein Dolby Vision Atmos Schriftzug. Also das Ding kann Dolby Vision und Dolby Atmos. Und wir machen einfach mal die Verpackung auf. Also Tablet ist nicht mehr da, aber zeige ich euch gleich, keine Sorge. Und wir haben hier einmal einen Xiaomi 47 Watt Charger. Das Ding ist mit dabei. Finde ich klasse, denn letztes Jahr beim Xiaomi Pad 5 Pro zum Beispiel, da gab es kein Netzteil mit dazu, nur das Tablet rein. Fand ich ein bisschen schwach von Xiaomi. Aber ja, sie haben jetzt, beziehungsweise sind jetzt aufgewacht und haben gesagt, okay, hier muss auf jeden Fall ein Netzteil und ein Ladekabel. Also ein 47 Watt Charger. Keine Sorge, wenn ihr so einen Anschluss habt, wenn ihr euch das Ganze bei Trading Shenzhen bestellt, kriegt ihr auch einen Adapter mitgeliefert. Von daher keine Sorge. Genau, und hier haben wir natürlich ein bisschen Papierkram, nichts Wildes. Und das war es dann aber auch schon. Und wir schauen uns natürlich direkt einmal das Tablet an, ihr Lieben. Ich freue mich mega darauf, denn es ist wirklich ein super Gerät geworden. Das hier, ihr Lieben, ist das Xiaomi Pad 6 Pro. Auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Also das ist schon so quasi so mein schneller erster Eindruck. Wie gesagt, ich sitze hier die ganze Zeit schon. Ich habe es direkt ausgepackt und habe mir gedacht, komm, ich hau jetzt das Video hier raus. Und ich habe schon lange kein Unboxings mehr gemacht, weil ich mache immer halt einen schnellen ersten Eindruck. Deswegen wieder hier, ja, so Teil-Unboxing. Von daher denke ich, dass das in Ordnung ist. Also, wir haben hier einen Xiaomi-Schriftzug oder Xiaomi-Logo. Wir haben hier die 3 Pins. Wenn wir hier zum Beispiel die Tastatur haben, die habe ich mir auch vorbestellt. Die kommt auch auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Und wir haben hier eine Dual-Kamera-Setup mit 50 Megapixel und 2 Megapixel für die Tiefe. Wir haben hier vorne eine Frontkamera, die natürlich jetzt richtig sitzt. Das heißt, wenn ihr Calls durchführt oder so, also mit 20 Megapixeln. Und wir haben hier wieder Quad-Lautsprecher. Ja, mega. Ein USB-C-Anschluss. Ich meine 3.1 sogar. Und hier auch nochmal ein Dolby Vision Atmos Schriftzug. Finde ich klasse. Solche Feinheiten liebe ich. Ja, es ist auf jeden Fall eine schöne Weiterentwicklung. Fühlt sich auf jeden Fall sehr hochwertig an. Sehr dünn vor allem. Und auch sehr angenehm. Denn wir haben hier wirklich eine kompakte Größe, also nur 11 Zoll groß, und wir haben hier auch einen Power-Button mit Fingerabdruckscanner und den habe ich auch schon registriert. Ja, ihr Lieben, das ist quasi so das Display. Ich schalte kurz mal die Helligkeit ein bisschen runter. Ein 11 Zoll WQHD-Display, Xiaomi sagt 2,8K-Display, ein IPS-Panel und auch letztes Jahr mit dem Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, da macht ihr auch nichts falsch. Da war das Display wirklich top und hier der erste Eindruck schon mal ziemlich genial. Was ich auf jeden Fall in den Einstellungen gesehen habe, auch aktiviert habe, ist auch was ganz Besonderes. Und zwar schauen wir uns einfach mal das Display an, beziehungsweise die Einstellungen.
Wir haben hier Refresh Rate und ihr seht auch schon, was ich schon aktiviert habe, und zwar 144 Hertz. 120 Hertz ist ja mittlerweile jetzt so Standard und Xiaomi sagt, nein, wir legen hier nochmal eine Schippe drauf, 144 Hertz. Und das ist halt ziemlich genial. Ansonsten könnt ihr natürlich auch entscheiden zwischen 90 Hertz und 60 Hertz. Finde ich auch mega. Power. Da kommen wir jetzt. Wir haben hier den Snapdragon 8 Plus Gen 1, deswegen war das auch für mich so ein Grund. Ja, ich will es haben. Ich will damit jetzt nicht nur Filme schauen, sondern auch damit arbeiten. Ich habe mir auch die Tastatur bestellt, aber auch will ich damit Videos schneiden. Ihr wisst ja, LumaFusion ist natürlich jetzt verfügbar seit 3 Monaten circa oder seit 3-4 Monaten. Und sie werden immer besser und ich bin mega drauf gespannt, damit irgendwie meine Videos zu schneiden. Also für unterwegs ist das schon auf jeden Fall der Knaller. Genau, ich habe jetzt hier 12 GB RAM mit 256 GB Speicher. Es gibt natürlich auch noch die größere Variante mit 512 GB. Ich meine, 12 GB ist so das Maximum. Das Ganze gibt es auch nochmal mit 8 GB. Ja, Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro. Also in Deutschland werden wir auf jeden Fall das Pad 6 wahrscheinlich sehen. Pro-Variante weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr euch das Ganze importieren. Das Problem ist aber auch hier ein Knackpunkt, wenn ihr euch das Gerät natürlich importiert. Es gibt nur in 2 Sprachen, also Englisch oder Chinesisch. Das heißt, die deutsche Sprache ist auch hier nicht verfügbar. Aber was auf jeden Fall schon mal sehr nice von Trading Shenzhen ist, natürlich ist auch der Play Store auch schon hier direkt vorinstalliert. Da ist eigentlich schon alles quasi überprüft worden, auch Funktionen und so weiter, plus halt der Play Store. Und das ist schon mal ziemlich nice. Ja, ich bin mega gespannt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde es auf jeden Fall testen. So der erste Eindruck schon mal ziemlich klasse, sehr angenehm. Und ich freue mich mega darauf und mal schauen, was das Ding noch so alles kann. Ich werde auf jeden Fall berichten. Aber ich muss sagen, was Display angeht, wirklich erste Sahne, gefällt mir ziemlich gut. Ansonsten, der Akku ist 8600 mAh groß. Ansonsten habt ihr auch einen 67 Watt Charger, was auf jeden Fall vollkommen in Ordnung ist. Und dann könnt ihr das Tablet auch wieder schnell aufladen. Ja, zu den Kameras habe ich auch noch gesagt. Ansonsten habt ihr auch hier Wi-Fi 6 am Start. Also ziemlich aktuell, was das angeht. Und ja. Wie gesagt, Snapdragon 8 Plus Gen 1 für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich muss das Ding haben. Auch wenn ich ein großer Samsung-Fan bin, was die Tablets-Reihe angeht, wie zum Beispiel das Ultra zum Beispiel. Aber ich freue mich auch mega darauf, wieder ein kompaktes Gerät zu haben. Und natürlich hier auch noch von Xiaomi, weil ich halt eben mit dem Pad 5 oder mit dem Pad 5 Pro sehr zufrieden war. Und ich bin auch mega gespannt. Es gibt auch schon direkt ein Update, werde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Und werde es auf jeden Fall installieren. Ja, MIUI 14 ist hier auch am Start, beziehungsweise MIUI Pad 14.0.1 aktuell. Und ich finde, MIUI passt auf jeden Fall hier im Tablet-Bereich. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Im Smartphone-Bereich ist es so für mich, ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Aber im Tablet-Bereich hat es mir bis jetzt ganz gut gefallen. Und ich denke, hier wird es genauso sein. Ja, ihr Lieben, damit soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.